1996 wurde das Heinz-Nixdorf-Museumsforum eröffnet. Über 3 Millionen haben das größte Computermuseum der Welt schon besucht. Gezeigt werden Objekte der Rechen-, Schreib- und Bürotechnik sowie der Computertechnologie. Begrüßt werden Sie gleich von einem Roboter. Hallo meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. An diesen Computern dürfen Sie gern sehr viele Spiele ausprobieren. Der Rundgang in der ersten Etage befasst sich mit der Kultur des Schreibens, Rechnens, Zeichnens und der Nachrichtenübertragung, die Sie später im Computer wiederfinden. Das ist eine Tiegeldruck- und eine Rotationspresse. Schiefertafel mit Griffelkasten und einige Abakusrechner. Rechenmaschinen aus dem 18. Jahrhundert. Das ist eine Hollerith-Maschine. Eine Stechuhr um 1914. Eine Chiffriermaschine. Viele Rechenmaschinen aus alten Zeiten in großer Auswahl. Hier die Abteilung Kassensysteme aus verschiedenen Zeiten. Schreibmaschinen ab dem 18. Jahrhundert. Diktaphone und Telefone aus alten Zeiten. Hier eine Handvermittlung um 1900. Die alte Telefonzelle, viele werden sich noch erinnern. Diese Telefone hatten wir früher alle. Ein Fernschreiber um 1950. Ehemalige Arbeitsplätze. Der Schachtürke von 1904, nachgebaut vom HNF, dem einzigen noch funktionsfähigen Modell. Das ist die Lochstreifensteuereinheit für einen Jaguar-Webstuhl. Das sind Zeiten der Lochkartentechnik. Automatische Telefonvermittlung. Seit 1895 war damit das Fräulein vom Amt beendet. Buchungsmaschinen aus dem Jahr 1912 wurden bei Banken und Verwaltungen eingesetzt. In der zweiten Etage beginnt das Zeitalter des Computers. Der Rechner Zuse 11 hatte 1665 Relais und 28 Drehwähler. Zu den Pionieren der Computer zählte auch Heinz Nixdorf. Gebaut wurden Rechner und Maschinen für Banken und den Mittelstand. Das Rechenzentrum aus Dresden lief bis 1993 und wurde hier wieder aufgebaut. Heinz Nixdorf war der viertgrößte Computerkonzern in Europa. Es läuft ein Film über die Firma Nixdorf Computer, der sehenswert ist. Die Ausbildung war für ihn das Mittel zum Zweck überhaupt. Heinz Nixdorf damals mit rund 15.000 Mitarbeitern hat sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, teilweise haben wir bis zu 1600 rauszunehmen. Da war also eine traumhafte Folge. Ich denke, das ist ein stolz darauf, hergestellt wurden Informationstechnik, Telefonanlagen und Geldautomaten. Abteilung der Roboter zeigt, was alles möglich ist. Ein langes Leben lang. Das Lernen aber muss
mussten wir Maschinen erst mühsam von euch lernen. Auch ich. Das war und ist gar nicht so einfach. Dazu gibt es eine spannende Geschichte. Hier können Sie ein Foto von sich machen lassen, das per Mail zugeschickt wird. Oder Sie können sich zeichnen lassen. In der Abteilung Taschenrechner gibt es mehr als 700 Geräte. Mobil- und Autotelefone in großer Auswahl. Das ist Beppo, der fegende Roboter, der das rote Granulat in Reihe und Glied bringen will. Nun gehe ich noch in das Café und den Shop. Dort finden Sie Bücher, Souvenirs und Andenken. Besuchen Sie das Museum. Es ist hochinteressant, wie sich alles bis zum Computer entwickelt hat.